Hallo, mein Name ist Patrick Sagmeister, ich bin Geschäftsführer, technischer Leiter bei der Firma Finmatics. Finmatics automatisiert Buchhaltungsprozesse für Unternehmen aller Größe und für Steuerberatungskanzleien. In der Regel sparen unsere Kunden 50% der Zeit in der Belegverarbeitung mit unseren smarten, cloudbasierten Tools. Wir bei Finmatics nutzen natürlich auch intern unsere Software für die Automatisierung unserer eigenen internen Buchhaltungsprozesse. Und wie das funktioniert, sehen Sie heute. Sehen wir uns im ersten Schritt den Belegeingang an. Der Belegeingang mit Finmatics kann über unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Für mich besonders praktisch ist der Belegeingang per Mobile App. Ich befinde mich hier in einem Restaurant nach einem Geschäftsessen und habe einen Beleg bekommen und die Rechnung mit meiner Firmenkreditkarte gezahlt. Und das kann ich mit der Finmatics Mobile App definieren. Also ich fotografiere das einfach in den entsprechenden Belegtyp. Ganz spannend, dieser Barbeleg hat auch einen QR-Code. Dieser QR-Code wird im zweiten Schritt gescannt, um die Belegdaten 100% digital zu erfassen. Anschließend, weil es sich um einen Bewirtungsbeleg handelt, werde ich noch gefragt nach den Teilnehmern, der Grund der Bewirtung und dem etwaigen Trinkgeld. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, wie Belege in Finmatics kommen können. Die weiteren Möglichkeiten wird Ihnen meine Kollegin erzählen. Hallo, ich bin Therese. Ich arbeite im Backoffice bei Finmatics. Und ich würde gerne heute Ihnen zeigen, wie Belege bei Finmatics eingehen könnten. Am meisten Belege erhalten wir per Mail. Wir geben unseren Lieferanten eine E-Mail-Adresse, an die sie dann ihre Rechnung entsenden. Dadurch landen die Belege direkt in unsere Finmatics-Belegzentrale zur automatisierten Weiterverarbeitung. Bei Finmatics erhalten wir nur sehr wenig Papierbelege. Diese kann ich aber ganz einfach mit Finmatics scannen. Ich lege die Belege im Stempel in unsere Scanner ein, drücke auf Scannen und die Belege landen automatisch getrennt in unsere Belegzentrale. Dafür kann ich alle verfügbaren Scanner verwenden, auch Multifunktionsgeräte. Bei uns arbeitet auch mehrere Mitarbeiter. Deswegen gibt es einen Freigabeprozess, was am Rechnung angeht. Deswegen übermitteln wir die richtige Abteilung. Genau, jetzt haben Sie bei meiner Kollegin schon den Rechnungseingang gesehen. Das führt dann zu einem Freigabeprozess, der kann jetzt einstufig oder mehrstufig sein. In dem Fall so mehrstufig, weil er bei mir gelandet ist und dann an die Geschäftsführung weitergeht, sollte ich freigeben. In dem Fall stimmt die Rechnung, deshalb wird die hier einmal mit Daumen nach oben freigegeben von mir. Könnte jetzt aber zum Beispiel auch ein einstufiger Prozess sein, dass man sagt, eine Rechnung über einen gewissen Betrag geht direkt zur Geschäftsführung. Wo sind wir hergekommen bei der ganzen Sache? Wir haben uns natürlich gedacht, es soll für uns sowie für die Buchhaltung und für andere Unternehmen und Steuerkanzleien am einfachsten wie möglich sein. Deswegen auch eine einfache App. Und man kann gegebenenfalls auch Kostenstellen und Kostenträger ergänzen oder Kommentare dazu schreiben, damit das für die Buchhaltung so einfach wie möglich ist, was bei mir jetzt aber in dem Fall nicht nötig war. Und ja, jetzt muss ich eigentlich eh schon los, weil ich muss direkt zum Meeting. Hallo, ich bin der Christoph und bin der CEO von der Finmatics. Von meinem Background bin ich Finanzer und auch Buchhalter. Und darum lasse ich es mir natürlich auch in der Finmatics nicht entgehen, die Buchungen für unser eigenes Unternehmen selbst anzugreifen und durchzuführen. Wir verarbeiten pro Monat ca. 300 bis 400 Belege in der Finmatics und das Coole daran ist, dass ich mir nicht alle anschauen muss, weil die meisten automatisch durchgehen. Welche ich mir anschauen muss, die sehe ich dann bei uns im Homescreen und die haben natürlich meine höchste Aufmerksamkeit. Ja, wie gerade vorhin bei meiner Kollegin gesehen, kommen die Eingangsrechnungen und auch die Zahlungen, Rechnungen, die über Kreditkarte oder PayPal zum Beispiel abgewickelt wurden, alle in einen Workflow rein, muss von einem Kollegen, der dafür verantwortlich ist, die Sache bestellt hat, auch bestätigt werden und kommen dann, wenn sie mit dem Workflow bestätigt wurden, eben in die Buchhaltung. Während die Ausgangsrechnungen wirklich vollautomatisch durchlaufen, vielleicht muss man manchmal korrigierend eingreifen, wenn irgendwo das System ein Rechnungsdatum nicht richtig ausgelesen hat. Bei den Eingangsrechnungen gibt es dann mehr Themenstellungen, sich anzuschauen, aber das ist auch nur ein gewisser Prozentsatz.
kommt es zu Warnungen und diese Warnungen werden auch ganz klar angezeigt. Ist eine fehlende UID, die Rechnung wurde grundsätzlich falsch ausgestellt vom Lieferanten zum Beispiel an die falsche Lieferadresse bei uns. Da muss die natürlich zurückgehen, entweder zu einem Mitarbeiter bei uns im Haus oder an den Lieferanten selber, um das zu klären. Und das kann ich auch direkt aus der Software machen, was natürlich total super ist. Warum muss ich mir nur so wenige Belege anschauen? Wir haben die KI im Einsatz, was die macht. Die liest die Rechnungsmerkmale, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Personenkonto etc. vollständig aus. Darauf kann ich mich wirklich verlassen. Das hat immer wahnsinnig gut funktioniert. Plus die KI kann auch kontieren. Das heißt, ein Lieferant, der schon 4-5 Mal da war, da brauche ich eigentlich nichts mehr tun. Und wenn es keine Warnung gibt, wird der automatisch in das ERP-System exportiert, ohne dass ich irgendetwas dazu tun muss. Wenn ich mehr Fragen über die Rechnung habe, kann ich mir den Verlauf anschauen. Was ist im Verlauf in der Historie von dieser Rechnung drinnen? Wie ist sie reingekommen? Wer hat sie reingegeben? Wann ist sie reingekommen? Wie lange ist sie irgendwo gelegen bei einem Mitarbeiter, der sie bestätigt haben muss? Und so habe ich wirklich die volle Transparenz über den Lebenszyklus der Rechnung und weiß immer Bescheid, wann, wo, wie, was eine Rechnung durch unser System gegangen ist. Wir sind ja ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern in 3 Ländern, das heißt auch 3 Legal Entities. Und ich kann all diese 3 Legal Entities über eine Software, über unsere Finmatics-Software verarbeiten. Warum kann ich das? Weil erstens mal unsere Software multimandantenfähig ist. Das heißt, ich kann so viele Firmen da drinnen anlegen, wie ich will. Ich kann zweitens auch Rechnungen in unterschiedlichen Sprachen, das wäre bei uns jetzt zum Beispiel Ungarisch, aber natürlich alle anderen europäischen Sprachen auch verarbeiten lassen, weil die Maschine das alles kann. Und ich muss auch nicht darauf Rücksicht nehmen, auf die unterschiedlichen Anforderungen in den 3 Ländern, was das Rechnungswesen betrifft, weil die Maschine sich das durch die Interaktion mit mir oder mit einem anderen Buchhalter halt sehr gut lernt. Das heißt, die Maschine kontiert mir nach deutschem Recht, nach ungarischem Recht, nach österreichischem Recht merkt sich das auch. Und das ist eine Riesenerleichterung. Die Buchhaltung, die 300 bis 400 Rechnungen im Monat, kosten mich wahrscheinlich 5 Stunden oder nicht mehr. Wenn wir dann mit der Verarbeitung fertig sind, alles kontrolliert haben, was zu kontrollieren ist, dann werden die Rechnungen automatisch exportiert. Vorher schon erwähnt, die Ausgangsrechnungen schaut sich sowieso keiner mehr an. Das heißt, die werden von vornherein automatisch exportiert und gehen dann in das ERP, in das Buchhaltungssystem unseres Steuerberaters, der dann daraus Zahlungsvorschläge macht für die Eingangsrechnungen oder auch natürlich Monat für Monat die UVA abgibt. Grundsätzlich funktioniert Finmatics ja immer zusammen mit einem ERP-System. Wir haben keins, das hat bei uns der Steuerberater und die Aufteilung ist einfach wirklich cool. Wir tun das, wofür wir quasi befähigt sind, nämlich unser Business am Laufen zu halten und die Details, was Bestätigungen und Co. betrifft, abzuwickeln. Und der Steuerberater macht dann vor allem die deklaratorische Tätigkeit. Wie die Finmatics GmbH ihre Buchhaltung über die Finmatics Software macht, kann natürlich jedes andere Unternehmen, jede andere Steuerberatungskanzlei auch davon profitieren, die Buchhaltungsabläufe zu optimieren. Innerhalb von wenigen Stunden ist die Software live und kann benutzt werden und dann kann jedes Unternehmen eben davon profitieren, die Buchhaltung zu automatisieren und auch nur wenige Stunden in der Abarbeitung von Belegen zu verbringen. So, das war jetzt ein kleiner Einblick, wie Finmatics intern nutzt. Wir sind noch nicht die Einzigen, die unser Modul benutzen. Es sind nämlich schon zigtausend Buchhaltungen innerhalb und außerhalb des Landes, die mit Finmatics ihre täglichen Buchhaltungsprozesse optimieren. Das sind jetzt beispielsweise teilweise richtig große Unternehmen mit verschiedenen ERP-Systemen wie SAP, Microsoft Dynamics oder Oracle, sowie Steuerkanzleien und ihre Mandanten auch, sowas wie die ERP-Systeme nutzen wie DATEV, BMW oder RZL. Da gibt es ganz viele Optionen. Falls Sie auch unsere Success-Stories sich näher anschauen wollen, da gibt es viele Erfahrungsberichte von verschiedenen ERP-Systemen oder Unternehmen unterschiedlichster Größe, die uns nutzen. Kann ich Ihnen empfehlen, Link dazu in der Beschreibung. Und zusätzlich bieten wir auch gerne kostenfreie Beratungsgespräche an, dass Sie auch ein bisschen einen Einblick bekommen, wie Sie zum Beispiel Finmatics nutzen könnten. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie einen guten Einblick in unser Unternehmen und wie wir Finmatics nutzen bekommen haben.